Ja, an diesem vergraubelten Ostermontag im Jahr 2021, ich habe es gerade schon gezeigt hier, was da runterkommt, sieht nicht gerade sehr schön und sehr einladend aus, wollen wir uns heute mal mit den mobilen Funkgeräten aus dem Funksystem U700 vom VEB Funkwerk Köpenick etwas beschäftigen. Wir sehen hier verschiedene Bedienteile, Lautsprecher, Kabel, Sendeempfangsgeräte, Zusatzgeräte, die sogenannten Höreinrichtungen und da hinten das, was wir eigentlich schon in der letzten Sendung besprochen hatten, dieses Batterieteil, womit man diese Geräte dann zum transportablen, mobilen Einsatz verwenden konnte. Hier oben eigentlich, wer sich damit beschäftigt, das ist das sogenannte Netzteil, welches zu Prüfzwecken verwendet werden konnte, aber auch zum Ausprobieren von der Funktechnik U700. Man soll sich jetzt mal nicht hier stören lassen von den Schaltern. Das hat uns mal ein Funkamateur zurechtgebaut. Im Originalen ist diese Schiene mit dem Schalter und den Buchsen nicht vorhanden. Vorhanden ist lediglich hier dieser Halter für den Apparat, für die Hör- und Sprechgarnitur. Muss man, wenn man dieses Teil erwirbt, noch nachträglich selber anbringen. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar, wir werden uns in diesem Beitrag diesmal durcharbeiten von dem einfachsten Gerät aus der U700-Serie bis hoch, sag ich mal, zum Schlachtschiff, dem UBS 75C90 bzw. 99. Vielleicht sollte man sich das mal merken, wenn man auf dem Flohmarkt oder Trödelmarkt oder irgendwas geht, sieht diese Geräte. Es gibt ganz einfache Geräte, wie gesagt, in der Regel ein Kanalwähler, ein Schalter für Ein- und Aus, beziehungsweise für die Lautstärke mit einer LED-Anzeige und das geht hoch bis zum UBS 75, welches neben den schon gezeigten Schaltern vom einfachen Gerät weitere Zusatzbedienelemente hat. Unter anderem hier oben in der obersten Reihe 4 Zusatzknöpfe. Wobei allen Funkgeräten ist es immer eins gleich, und zwar einmal der Ruftongeber hier oben und einmal die sogenannte Rauschsperre. Zu den einzelnen Elementen kommen wir noch. Wenn wir schon auf dem Flohmarkt sind und spazieren dort umher, sollten wir also unser Augenmerk darauf richten, dass wir versuchen, dieses UBS 75 zu bekommen. Sollte das nicht möglich sein, dann eine Etage tiefer. Da gibt es dann ebenfalls verschiedene Geräte, welche erwärmenswert sind. Ja, wenn wir schon dabei sind und so über den Trödelmarkt rumtrödeln, deswegen heißt der Trödelmarkt, sollten wir natürlich auch gleich gucken, ob wir hier so einen Hörer samt Halter bekommen. Wichtig hierbei, unbedingt darauf achten, es gibt dort zwei verschiedene Ausführungen mit diesen Steckern. Einmal für das ältere U600-System, wo der Stecker, etwas größer ist wie dieser hier, sollte man also darauf achten. Ansonsten gibt es dort böse Erwachen, wenn man das versucht zusammenzustecken. Wenn man schon mal bei ist, dieses wichtige Kabel hier. Ja. Wer natürlich so ein Ding in sein Kraftfahrzeug einbaut, ob Volkspolizei, Feuerwehr, sonst irgendwas, will natürlich, dass das Ding wenigstens, wenn man schon nicht damit senden kann, aber wenigstens so den Anschein hat, als wenn es in Betrieb ist. Das ist hier die normale Stromzuführung für 12 Volt Autobatterien. Ja, fehlt bloß noch eine Sicherung dazwischen, ansonsten alles schicki. Und was absolut schon fast Goldstaub ist, ja, das ist natürlich jetzt im desolaten Zustand, weil wir sind gerade dabei, das noch zu reparieren. Das ist wirklich ausgemachter Goldstaub, zumal noch mit original Spritzgussgehäuse.
Ja, das ist also kein Pflaster oder sonst irgendwas. Das ist das Verbindungskabel, wenn man dieses Bedienteil, was man vom Sendeempfangsteil abnehmen kann, mit dem Sendeempfangsteil praktisch verbinden möchte. Das heißt also, das Bedienteil vorne irgendwo eingebaut, befestigt im Bereich des Armaturenbretts, dann braucht man dieses Kabel. Das Kabel ist 13-polig und das in drei Reihen. Zeigt mal hier so. So sieht dieser Steckkontakt praktisch aus. Es sind alle Drähte durchgeschaltet, sodass dann auch vom Prinzip her dieses UBS 75C, in unserem Fall hier 99, damit auch erst einmal die Grundlagen hat zum Funktionieren. Ja, bevor wir uns den Funkgeräten zuwenden, vielleicht noch ein Tipp, wenn man über den Trödelmarkt geht und sieht so ein Teil, genannt UNZ-7-1, und das ist noch im halbwegs vernünftigen Zustand, also weder eingebeult noch das Netzkabel abgeschnitten, sollte man, wenn man sich wirklich mit der Materie beschäftigen will und auch mal sehen will, ob seine Funkgeräte überhaupt funktionieren, natürlich im Beisein eines erfahrenen Amateurfunkers, der im Besitz einer gültigen Lizenz ist, sollte man das Ding zuschlagen. Ich sage mal so, Handelswert zwischen 15 und 20 Euro. Gut, wir haben jetzt hier schon die etwas modifizierte Version, sagte ich ja bereits. Hier unten diese Pertinax-Blende oder Halter besser gesagt, gibt es in diesem Zustand so nicht. Das ist also modifiziert und wie ich das schon sagte, hat uns ein Funkamateur zurecht gebaut. Mit dem einfachen Hintergedanken, dass man aufgrund von zusätzlichen Einrichtungen in diesem Gerät hier auch das UBS 75 eventuell prüfen kann auf Betriebsfähigkeit. Ist eine schöne Sache, das ganze Teil. Wie gesagt, wer die Möglichkeit hat, wer so ein Teil sieht, einfach zuschlagen. So, das erste Gerät hat Platz genommen in unserem UNZ. Wir haben hier ein Bedienteil, was relativ schmal aussieht im Gegensatz zu den anderen Versionen. Das Dunkle, wie gesagt, ist also das Bedienteil an sich selber. Ich drehe das mal so ein Stöcker, kann man vielleicht besser sehen. Eingangs hatte ich ja schon gesagt, je weniger Bedienelemente an diesem Gerät dran sind, desto einfacher ist dieses Gerät. Alle Funkgeräte aus dem U700-System sind fast gleich aufgebaut. Dieser Schalter hier dient dem Ein- und Ausschalten und der Lautstärkeregelung. Hier haben wir einen sogenannten Einton-Rufgeber. Mehr braucht dieses Gerät eigentlich auch nicht. Einton-Rufgeber heißt vom Prinzip her, es wird mit einem bestimmten Signalton zwischen 2400 Hertz bis runter zu 700 ein paar zerquetschte Hertz ein Rufton ausgestrahlt, wenn man hier raufdrückt. Die zweite Taste, die auch bei jedem Gerät dabei ist, ist die sogenannte Rauschtasten-
Rauschunterdrückung. Ja, oder Rauschunterdrückung, nicht Rauschtaste. Also Rauschtaste heißt das Ding, aber Rauschtastenunterdrückung. So, und hier hinten haben wir den Kanalschalter. Durchschaltbar praktisch von 1 bis 10. Das etwas grauere Teil, ich schiebe das mal so ein bisschen an hier. So, bis hierhin praktisch. Das ist das Sendeempfangsgerät. Wenn man sich so ein Gerät besorgt, sollte man darauf achten, dass die Geräte zumindest erstmal optisch so halbwegs in Ordnung sind und zum Zweiten, ob hier irgendwelche größeren Beschädigungen sind, kann man das Ding gleich wieder hinlegen und sagen, nee, das Ding wird weder funktionieren, noch passt das in mein Fahrzeug. So, nun ist natürlich immer die Frage, ja, was habe ich denn nun eigentlich für ein Gerät? Kann man vom Prinzip her, wenn man das Ding hier rauszieht, gibt es einmal die Möglichkeit am Senderempfangsteil. Wir haben hier das UFS 721. 721 sagt uns System U700 und die 21 sagt uns vom Prinzip her, dass es sich um ein 2 Meter Gerät handelt. Das ist also die 2 und die 1 steht für ein wenig Kanalgerät, so sagt man umgangssprachlich. So wie wir es natürlich auch hier sehen, 10 Kanäle. So, was noch für uns interessant ist, das ist dann das Bedienteil. Wenn man hier diese Gummiabdeckung praktisch so ein bisschen anhebt, ist darunter ebenfalls nochmal ein Typenschild zu sehen. Und dort ist auch die Bezeichnung vom Bedienteil drauf. In unserem Fall also ein UBS 70B10. Ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. Interessant ist natürlich auch immer, welche Frequenzen hat denn mein erworbenes Funkgerät. In den meisten Fällen befindet sich in den Geräten hier ein Aufkleber. Ab und zu muss man beide Seiten abnehmen. Es gibt dort keine einheitliche Festlegung, wie jetzt dieses Gerät vom Prinzip her zu beschriften war. Vorschrift war gewesen, dass eigentlich eine Beschriftung reingehört. Aber nur im Laufe der Jahre ist es nun mal vorgekommen, dass sich diese Zettel irgendwo verselbstständigt haben, aus irgendwelchen Gründen. Es gab auch von Funkamateuren Geräte, die haben sich diese U700 Geräte umgebaut für den Amateurfunk und dann waren diese Aufkleber eigentlich nicht mehr erforderlich. So, was sehen wir hier? Wir haben oben die Vertragsnummer, mit wem auch immer, der Kanalabstand 25 kHz, das heißt also von Frequenz zu Frequenz bzw. Kanal zu Kanal beträgt 25 kHz und hier haben wir einen Selektivruf von 2.0. Wir haben hier einmal die Sendefrequenzen in dem Bereich 168,275 und 168,575. Das gleiche bei den Empfangsfrequenzen. Also FS, Sen, FE, Empfang. Angaben in Megahertz. So, jetzt haben wir hier 1 und 2. Kann man einfach daraus schlussfeuern. Hier sind wirklich bloß die Kanäle 1 und 2 bequarzt, beschaltet. Das heißt also, man braucht auf 3, 4, 5 Jahre nicht rumzuprobieren. Wird nicht funktionieren, weil ist eben nicht so weit bequarzt. Hängt einfach damit zusammen, dass der jeweilige Bedarfsträger, der dieses Funkgerät für seine Zwecke eingesetzt hat, nur diese 2 Frequenzen brauchte, beziehungsweise diese 2 Kanäle, die mit diesen Frequenzen belegt sind. Und so hat man dann darauf verzichtet, aus ökonomischen Gründen natürlich, jetzt den Rest hier auch noch voll zu machen. So, dann kommen wir mal gleich zum nächsten Gerät. Eine Stufe schon wieder höher, eine Stufe deswegen höher. Hier haben wir im Gegensatz zum Vorgänger nicht mehr 2 Einschaltknöpfe oder Bedienelemente, sondern
3, wobei der dritte jetzt bezeichnet ist mit A, B, C und so weiter bis I. So, bei dem Gerät handelt es sich um ein UBS 70B90, angeschlossen an ein UFS 721. Und ich hatte es ja schon gesagt, 721 ist das System 700. Die 2 steht für 2 Meter und die 1 für den Einfachkanal bzw. für den Wenigkanal-Modus. Wie man sieht, vom Aufbau unterscheiden sich die Geräte an sich nicht viel. So, dann haben wir das ganze Ding schon mal hier in unser tolles UNZ drin und schalten es einfach mal ein. Und wir sehen hier schon eine ständige praktisch Verbindung. Das ist natürlich nicht so schön. Das Gerät hat irgendwo eine Macke. Noch weiter geht es. Wir schalten jetzt um auf Kanal 2 und sehen hier ein F. F-Fehler. Fehler deswegen, entweder ist das Gerät komplett kaputt oder defekt, oder es ist hier wirklich bloß ein Kanal bequarzt, beschaltet. Müsste man noch rauskriegen. Zu dieser ABCD-Taste hier, das ist so, wenn jetzt festgelegt wurde, zum Beispiel die Tonruffrequenz 2400 Hertz, dann wurde auf A geschaltet und bei Auslösen dieses Knopfes ertönte praktisch dann dieses Rufsignal mit 2400 Hertz, was man dann verschieden auch noch regeln konnte. Ja, wir sehen, wenn wir hier praktisch drauf drücken, ist rein theoretisch gesehen, wird gesendet. Gleicher, wenn wir dann den Hörer nehmen, der natürlich angeschlossen sein muss, und drücken hier auf die Sprechtaste, dann wird damit gesendet. Wichtig ist eigentlich, dass man die Geräte niemals ohne Antenne in Betrieb nehmen sollte, da es dadurch passieren kann, dass hier die Endstufe, also die Antennenendstufe, defekt sein könnte oder defekt gehen könnte. Gut, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, das ist also hier das UBS 70B90. Wenn man es für schmale Tiere kriegt, sollte man auch zuschlagen. So, kommen wir zum nächst höheren Gerät. Wir sehen, hier sind schon viel mehr Knöpfe. Allerdings, das ist ein reines Bastelgerät. Das, was jetzt interessant ist, das hatten wir nämlich noch nicht gehabt. Hier leuchtet jetzt ein E in der Anzeige des Displays. Dieses E heißt, ich werde von irgendwo versucht zu erreichen. Also es hat jemand den Sprechwunsch zusammen mit mir. Oder mit mir, besser gesagt. Und dann blinkt dieses E. Das E kann aber auch stehen für Energie. Das ist natürlich immer die Frage. Nee, ist eigentlich alles feste drin. Wir versuchen mal zu löschen. Da sind wir gleich bei einer wichtigen Taste, die ja an den anderen Geräten nicht dran gewesen ist, nämlich die sogenannte Löschtaste. Ansonsten haben wir hier die Tonruftaste. Wir haben hier die sogenannte Rauschsperre. Man hört es, Rauschen ist schon weg. Ich mache das nochmal ein bisschen lauter. Wir haben hier die Kanaltasten. Ups, da war wieder so ein F. Ja, das heißt also hier, der Kanal 5 ist zum Beispiel, also man muss das im Zusammenhang sehen, das wäre hier jetzt in diesem Fall der Kanal 85, der ist nicht beschaltet. So, die Funkfrequenzen von diesem Teil, ja, also wie beschaltet dürften hier eigentlich nur 4 Kanäle sein, und zwar der Kanal 1 mit 158,700 als Sende und 163,200 als Empfang. Und der zieht sich dann runter, Kanal 2 158,775 beim Empfang und 163,275 beim Senden. Ist natürlich immer sehr ungünstig, so eine Konstellation, weil sollte man ja in der Möglichkeit sein, diese Gerät dann zu betreiben, braucht man
praktisch, ich sag mal jetzt, ein Duplex-Gerät als Gegenstelle, um beide Frequenzen, sowohl Senden und auch Empfang, einzustellen, ist natürlich sehr aufwendig und soll auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. So, nur raus das schöne Ding hier. Was haben wir denn jetzt noch hier zusätzlich? Ein Ausschalter, Lautstärke ist klar, LED-Anzeige ist klar, Rufton ist auch klar. Ja, hier, das ist nicht unser, sag ich mal jetzt, Verdienst, dass hier der Knopf fehlt. Der war schon abgewesen. Und zwar hat man hier eine Festfrequenz für den Einzeltonruf festgelegt. Und damit man das nicht verdrehen konnte, hat man hier einfach diesen Knopf entfernt. Warum auch immer. Gut. Hier haben wir eine Besonderheit. Das ist für den sogenannten Zweitonruf. Man konnte verschiedene Geräte, also innerhalb der Bedienteile wurde das gemacht, verschieden konfigurieren. Mit Dispatcher-Ruf, mit Einzelruf, mit Zweitonruf, mit Fünftonruf sogar. Je nachdem, so wie der Bedarf gewesen ist. Wie gesagt, das hier, das ist ein Bastelfunkgerät. Möchte jetzt nicht wissen, was da drinnen noch alles verändert wurde. Aber wie gesagt, zum Wegschmeißen zu schade. Und man sieht ja, im Groben funktioniert das so, ja. Ja, was auch noch interessant ist an diesem Gerät, das sind hier diese Aufkleber. Das ist praktisch der TÜV für die DDR-Funkgeräte gewesen. Dort wurden diese Geräte nochmal getestet. Ist nicht auf jedem Gerät, aber sehr interessant zu wissen. 87, 88 haben wir hier, 84, 85, 86 und 89 wurde dieses Gerät praktisch, ja, dem TÜV, sagt man heute, unterzogen. So, jetzt kommen wir zu einem etwas neueren Funkgerät, obwohl die Bezeichnung immer noch alt ist. Ja, warum neu? Wenn wir vorher gesehen haben, stand ja hier oben immer RFT. Hier ist jetzt neues Logo, Funkwerk Köpenick. Das Gerät ist auch Baujahr 1990, ungefähr Mitte 1990. Also ich sag mal schon ein sogenanntes Wendeprodukt. Tja, bei dem Gerät handelt es sich, ich zeige das mal hier so ein bisschen, ups, ist mein Finger dazwischen, um ein UBS 71B99. Und wir hatten ja, hatte ich ja schon gesagt, B99. Buchstabe kennen, Buchstabe B, maximal 10 Kanäle. So ist es auch hier bei diesem Gerät. Obwohl das eigenartig ist, hier hinten ist ein 100-Kanal-Sende-Empfangsgerät dran. Warum auch immer. Beschaltet sind aber nur 9 Kanäle. So, die Kanäle kann man, wie an den anderen Geräten, diese 10-Kanal-Geräte, die wir vorher schon hatten, hier mithilfe dieses Drehreglers einstellen. Wir haben hier den Selektivruf, also praktisch jetzt für den Eintonruf, die verschiedenen Frequenzen wie auf den anderen Geräten A, B, C, D, E, F, G, H und I. Wir haben hier noch zusätzlich einen Knopf, der allerdings eigenartigerweise in dem Gerät nicht beschaltet ist. Das ist der sogenannte Zweitonruf, den man einstellen konnte. Ja, und ansonsten haben wir die bekannten Bedienelemente von den anderen Geräten. Wollen mal gucken, was das Ding so sagt. Ob er überhaupt was sagt. Ja, wollen mal gucken hier. Ja, noch sagt er ja nichts. Und schon haben wir einen Zweitonruf. So, den können wir hier einstellen. Wie gesagt, mit verschiedenen Frequenzen. Schöne Sache, das ganze Ding. Das war jetzt ein bisschen leise. Ja, ist soweit funktionstüchtig. Ich muss immer dazu sagen, wir haben das Ganze
mit dem erfahrenen Funkamateur ausprobiert, der uns auch gesagt hat, welche Frequenzen freigegeben sind, beziehungsweise welche benutzt werden dürfen, wenn man eine gültige Amateurfunklizenz hat. Leider ist der Kamerad verstorben, sodass wir nicht mehr fragen konnten, wie er das gemacht hat, ohne dass wir senden. Sieht aus wie senden, ist aber nur eine Demonstration. Der hat da irgendwas drin rumgeschaltet, hat dort irgendwas geändert, haben wir leider nicht mitgekriegt und somit hat er uns das Gerät vom Prinzip her hier, nur zur reinen Demonstration praktisch gemacht. Also selbst das kommt hier hinten aus dem Lautsprecher. Wäre natürlich jetzt irgendwo eine Gegenstelle. Aber ich würde sagen, für die Demonstration reicht das erstmal. So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Gerät, was auch viel Spaß macht beim Ausprobieren, beim Tüfteln. Wie gesagt, das ist auch wieder so ein umgebautes Amateurfunkgerät. Allerdings so umgebaut, wie gesagt, dass dem Augenschein nach so die VP-Frequenzen hier drauf sind, nämlich die 152,125 MHz. Das ist ein sogenanntes 100-Kanal-Gerät. Natürlich auch hinten der entsprechende Sender-Empfänger mit dran. Zieh mal kurz raus. So, können wir mal gleich hinten gucken. Ja, also wenn man das holt, sollte man darauf achten, dass dann auch hinten ein UFS 722 Cäsar drauf ist. Cäsar, habe ich ja gesagt, Cäsar heißt immer bis maximal 100 Kanäle in dem Gerät. So, das Ganze wieder in unser wunderschönes Gerät hier drin. Das Bedienteil ist ein UBS 75, nicht weiter beschriftet. Noch eins dazu, vielleicht kann man das hier sehen. Es gibt hier in diesem Gummibezug so eine Aussparung. Bei jedem Funkgerät der Serie U700 vom Funkwerk Köpenick gibt es das. Da konnten zum Beispiel interne, betriebsinterne, unternehmensinterne Informationen hinter so eine durchsichtige Plastikabdeckung angebracht werden, wie zum Beispiel Funkrufnamen oder sonst hier anderes. Ja, wir sehen, das ist also die Maximalausführung. Wir haben hier als Besonderheit bei diesem UBS 75 die Kanalknöpfe. Mit diesem konnte man die 10er Kanäle einstellen und mit diesem dann die 20er bzw. die Kanäle an der zweiten Stelle. Also als Beispiel Kanal 25 wäre hier die 2 und hier die 5. Ja, Besonderheit dieser Schalter, das ist der sogenannte Dispatcher-Schalter. Man konnte die Geräte drin mit verschiedenen Modulen bestücken bis zum 9-Tonruf, ZTR, also 2-Tonruf, der auch nochmal in unterschiedliche Frequenzen untergliedert wurde. Man konnte Selektivruf praktisch jetzt so das Modul einbauen. Platz war hier noch gewesen, obwohl die Gehäuseform adäquat ist zu den bisher anderen vorgestellten, mit Ausnahme der UBS 70 Typen, wo ja das Gehäuse etwas schmaler ist. Ansonsten ein und dasselbe. Ja, was gibt es als Besonderheit, wenn man so ein Ding auf dem Flohmarkt erwischt hat? Das erste, was ist, was man unbedingt wissen muss, das UBS 75 hat eine sogenannte interne Schleife. Was ist eine interne Schleife? Man kam irgendwann auf die Idee, gerade für die sensiblen Sicherheitsbereiche, Volkspolizei, Armee und so weiter, die Geräte praktisch abzusichern gegen, ich sag mal jetzt, unbefugte Benutzung. Das muss nicht mal Vorsatz gewesen sein, das kann fahrlässig gewesen sein oder sonst etwas anderes. Ebenfalls, wenn diese Geräte in falsche Hände gekommen sind, hatte man dort eine derartige Schleife, Sicherungsschleife, kann man dazu sagen, eingebaut. So, nun ist das Ganze ist natürlich kein großes Hexenwerk.
in unserem modifizierten UNZ ist hinten dieser Stecker, vergleichbar mit dem eigentlichen Lautsprecherstecker vom UNL. Hier ist zwischen den Kontakten 4 und 7 bereits eine Brücke eingebaut. Wenn man jetzt diesen normalen Lautsprecherstecker bekommt, oder diesen kompletten Lautsprecher hier, ich habe mal hier das Rückteil hier, ja, stellen wir ihn dann nochmal vor, dann ist dort natürlich ein Stecker dran. Das Problem ist, in diesen Steckern fehlt diese Brücke zwischen den Kontakten 4 und 7. Nun hat man natürlich nicht jeden Stecker auseinandergerissen, sondern man ist hier bei, gerade bei diesen UBS 75-Geräten auf eine ganz schlaue Idee gekommen, und insbesondere bei der Volkspolizei. Und auch gab es noch ein Zusatzteil, UDZ. Das war vom Prinzip her einmal wie so eine Art Diebstahlsicherung und zum Zweiten wie eine Art Notruf. Beide Geräte im Betrieb oder auch nicht im Betrieb, wurde irgendwelche Manipulationen hier am eigentlichen Funkgerät vorgenommen oder und aber an der Stromzuführung, an Bedienteilen, die unberechtigt abgeschraubt wurden oder sonst was anderes, wurde ein sogenannter Alarm ausgelöst, der dann bei der jeweiligen Einsatzleitstelle aufgelaufen ist. Deswegen Einsatzleitstelle. Beim Einschalten von diesem Gerät gibt es auch eine Besonderheit. Oh, es ist Mittwoch 18 Uhr. Bei uns sehen wieder die Sirenen. Das ist sehr schön. Ja, und deswegen gibt es beim Einschalten eine Besonderheit. Der sogenannte Dispatcher-Schalter hat praktisch entweder auf den zwei Wellen zu stehen, das brauchen wir hier bei dem Gerät nicht, oder auf den drei Wellen. Bevor man das ganze Ding einschaltet, drückt man auf die Ruf- und auf die Löschtaste, hält die gedrückt, schaltet das Gerät ein, und wenn man alles richtig gemacht hat, leuchtet hier hinten der entsprechende eingestellte Kanal auf, 25. Hat man das falsch gemacht, steht da 00. Nur ist 00 auch ein Kanal. Kann man ja hier einstellen. 0 und 0. 00, dieser Kanal, müsste klingen 152 00 Megahertz, war der sogenannte Notrufkanal. Wenn jetzt also hier ein Unbefugter gesagt hat, oh, fein, das Knöpfchen kann ich einschalten, hat das ganze Ding eingeschaltet, hat dabei diese nicht gehalten. Diese Knöpfe war er auf dem sogenannten Notrufkanal. Wenn er jetzt noch versucht hat, hier Hallo, Hallo zu sprechen mit Oma oder weiß der Kuckuck was, dann ist in der Meldestelle, wo in alle anderen Funkgespräche, sofern sie keine Priorität hatten, sofort abgebrochen, überlagert von diesem Kanal 00. Und jetzt war nur dieser Kanal vom Prinzip her frei gewesen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier Kanal 25. Ja, hier oben ist die LED, die hat irgendwie eine Macke bei den obersten Balken. Müssen wir mal irgendwann reparieren, aber ich weiß ja nicht mehr, wie wir dazu kommen. So, was wir sehr schön hören, hier im Hintergrund diese Rauschen, was ich schon mal so beschrieben hatte, kann man einfach hier mit der Rauschsperre ausschalten. Gleiche dann auch Lautsprecher, ja, wo man vom Prinzip her dann auf Lautsprecher umschalten kann. Das war jetzt eben das Handmikrofon, ja. Wie gesagt, funktioniert aber nur, wenn hier auch ein UML dran ist. Ja? Ansonsten ist das so beschaltet, dass das alles hier über den Lautsprecher vom UNZ geht. Ja, jetzt wollen wir mal kicken, ob das Ding auch irgendwie funktioniert. Es funktioniert. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. So, das ist also der typische Tonruf, den wir natürlich auch wieder verändern können in verschiedenen Tonfrequenzen. Ja, das dazu. Dispatcherruf, und das können wir nicht simulieren, weil da fehlen uns natürlich, sag ich mal jetzt, eigentlich das Herzstück von der Funkrufeinrichtung. Das sind Riesenkästen. Könnte ich mich ärgern, 1990 hat man die ganzen Dinge alle clean gemacht, geschreddert.
man hat keinen Platz gehabt. Hätte ich den Platz, den ich heute habe, hätte ich davon zwei Stück hier zu stehen. Wie gesagt, zu den stationären Geräten, da kommen wir noch, wo wir uns dann beschäftigen mit dem U600 und U700 stationäre System. Die hat also O. Das ist jetzt so eine kleine Zusatzschalteinrichtung, die ich nicht zeigen möchte. Wie gesagt, hat er uns auch gebaut. Wir bleiben im Rahmen des Gesetzlichen nur unter Aufsicht eines erfahrenen Amateurenfunkers. Gut, liebe Freunde, das war mit unserem kleinen Exkurs in die Geschichte des Funkgerätes U700. Im Anschluss haben wir noch so zwei Tipps für euch eingestellt. Kommt hier mit rein. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ja, dann kommen wir mal zu dem eigentlich auch wichtigen Teil. Der sogenannte Fahrzeuglautsprecher, der für das System U700 konzipiert wurde. Man sieht hier die Bezeichnung UL7-1. UL7-1 ist normalerweise ein Lautsprecher ohne Verstärker. Das Komische ist, der UL7-3, der einen 3 Watt Verstärker drin hat, ist vom Prinzip her genau derselbe Aufbau, nur dass meistens dieser Verstärker da drin nicht beschaltet ist. Warum auch immer. Gut, man wollte sparen. Ja, nun haben wir hier einen relativ sehr gut erhaltenen Lautsprecher bekommen. Das Dumme ist, dieses tolle Kabel fehlt. Na, müssen wir anbauen. So, schon die erste Hürde, die wir zu nehmen haben, ist, wie öffne ich das Teil? Ich lege mal die olle Mutter hier oben rauf. Und dann kann man das schon sehen, was das für ein hässliches Ding ist. Ja, kriegt man also mit, ich sag mal jetzt, normalen Werkzeug, Schraubendreher, eventuell irgendein Steckschlüssel oder irgendwas, kriegt man das nicht so auf. Aber wir Ossis, wir sind ja nicht doof. Wir haben uns hier sowas gebastelt. Wo ist er? Da ist er. Alter Schraubendreher, natürlich standesgemäß made in GDR, Schmalkalm, ne? Haben hier vorne einfach so eine Kerbe reingefräst. Ja, kann man ganz einfach mit einem Trennschleifer machen. Man muss bloß aufpassen, nicht zu heiß werden lassen, ansonsten irgendwo im Ölbad kühlen, ansonsten glüht das Ding aus. Und dann passt das Ding auch hier rein. Wir haben hier also 4 Schräubchen. Gut, jetzt wollen wir das Ding mal aufmachen. Also wir haben die Schrauben schon, weil das ist natürlich, ja, da kriegt man nicht so innerhalb von einer Minute hin. So, und wollen wir gucken, was wir hier so schöne drin haben. Hier haben wir unter anderem oben diese Verstärkerplatine, bestückt hier mit dem integrierten Schaltkreis A210E. So, was ist nun Schaltkreis A210E? Um es ganz einfach zu sagen, das ist ein 6 Watt Verstärker. Von diesen Schaltkreisen gibt es noch die Ausführung dann hinten mit den Kennbuchstaben K. K heißt nichts weiter wie Kühlkörper. Der hier, der hat so einen kleinen Kühlkörper. Das heißt, hier unten sind die Kühlflächen praktisch mit diesem, ja, mit diesem Stück Blech hier verbunden und leitet die Kühlung ab. Und der K hat hier so einen riesengroßen Kühlkörper direkt schon aufgepresst dran. Gut, hier drunter sehen wir das eigentliche Herzstück, nämlich den Lautsprecher. Der natürlich das Wichtigste ist an dem ganzen Teil. Ja, und wenn alle gut geht und irgendwann mal unser Lötfett hier ankommt, dann kommen diese wunderschönen Drähte hier ran. Erspare ich mir jetzt zu sagen, welche Farbe wohin kommt. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ja, im zunehmendem Alter wird man ja so ein bisschen tüdelig und damit da nicht schief geht, habe ich das erst einmal so. Tja, jetzt kommen wir mal zum anderen Thema hier, was auch relativ häufig die Frage gestellt wird, auch gerade in unserem Forum, was wir haben.
Und zwar Stecker. Ja, Stecker. Stecker ist immer so eine Sache, wunderschön. Wenn man ein bisschen dran schraubt, kriegt man hier hinten das Ding ab. Das ist vom Prinzip her dieser Kabeldurchführungshalterung. Aber dann verlassen sie ihn auch. Man kommt hier einfach nicht weiter. So haben wir das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet. Wie immer. Ja, das ist eben Technik. Dazu habe ich Spezialwerkzeuge, die heute nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Wichtigste, was ich brauche, ein 14er Schlüssel. Ja, 13 ist zu klein, sollte man auch nicht nehmen. Macht man sich eventuell irgendwas kaputt, zerkratzt oder sonst nicht andere. 14er ist nicht ganz passgenau, eigentlich richtig wäre ein 13,5. Schlüssel, ja, haben wir natürlich nicht. Also nehmen wir einfach ein 14er, geht auch. So, nun sagte ich ja schon, haben wir schon ein bisschen vorbereitet. So, der Gute, da ist er. So, ja. Vorbereitet insofern, hier hinten diese Dichtung, ja, und diese, ich sag mal jetzt, Unterlegscheibe sind, also die Dichtung macht eigentlich weniger Probleme, ja, Probleme macht eigentlich hier diese Unterlegscheibe. Wie gesagt, das Ganze ist normalerweise hier drin und das ganze Ding ist verschraubt. So, nun ist natürlich die Frage, setze ich jetzt hier irgendwo eine Zange an, alles sehr ungünstig. Da gibt es folgenden Trick. Ich nehme mir ein altes Gerät, was entweder defekt ist oder sonst ein anderes, führe dort diesen Stecker ein. Ja. So, verschraube das. Das ist wichtig, das Verschrauben, aus dem einfachen Grunde. Mache ich das nicht und der Stecker rutscht irgendwie raus und ich bin gerade beim Drehen bzw. Demontieren, kann es sein, dass mir ja entweder die Pins abbrechen, die Buchse vom Gerät kaputt geht oder sonst den anderen. Also ruhig ein bisschen anziehen, so dass es drin ist. So, dann einfach mit dem 14er Schlüssel, nachdem man jetzt hier die Überwurfmutter gelöst hat, das bleibt immer noch hier hinten drin, löst man ganz einfach dann mit dem 14er Schlüssel durch einfache Drehung dieses Gehäuse, bis man es mit den Fingern lösen kann. So, nun habe ich das soweit gelöst. Den Stecker wieder aus dem Gerät entfernen. Das heißt, ich löse wieder die Sicherungsmutter oder Mutter von dem eigentlichen Gerät. So, und jetzt kommt das ganz Große. Ich muss jetzt versuchen, so weit wie möglich das Innenleben, also diese Gummidichtung und diese Unterlegscheibe herauszuziehen. Ratsam ist, wenn man das vorher hier diese Kabel etwas feucht macht, ja, kann man Spucke nehmen oder von mir aus Wasser oder Hauptsache ist ein bisschen feucht, sodass das nicht allzu trocken reibt, aber Vorsicht, kein Wasser in den Stecker, nur auf die Kabelisolierung. Und dann etwas versuchen zu drücken, zu schieben, bis zu einem bestimmten Punkt, dass man an diese Scheibe kommt. Dann kann man sich hier so eine Spitzzange nehmen und einfach diese dahinter halten und dann immer das ganz leicht nach unten drücken, so lange, bis man das vom Prinzip her ungefähr so auf diese Höhe, man kann es auch weiter runterziehen, je nachdem, wie geschickt man ist hinterher beim Löten. So, warum soll ich nun so einen Stecker auseinandernehmen? Geht doch alles. Ja, geht auch. Bis zu diesem Gerät, hier im Hintergrund, funktioniert das auch. Ja, das Gerät funktioniert, der Lautsprecher funktioniert, alle die ein Schicki. Jetzt gibt es aber die höchste Stufe von den RFT-Geräten, oder besser gesagt von den Funkwerk-Köpenick-Geräten. Da gibt es den UBS-75C. Ja, 100-Kanal-Gerät, haben wir ja schon mitgekriegt. Und da ist es erforderlich, dass ich in diesen Stecker hier, wenn ich nicht den Montagesatz, ich glaube K oder L war das gewesen, habe, dass ich hier hinten die Kontakte,
hoffe, jetzt sieht man so ein bisschen. Die Kontakte 7 und 4 mit einer Drahtbrücke oder einer Lötbrücke, je nachdem, wie geschickt ich bin, miteinander verbinde. Hintergrund ist folgendes, das UBS 75, haben wir ja schon vorgestellt, hat eine interne Schleife. Nun gibt es noch ein Zusatzgerät, das haben wir im Lader drin, das stellen wir vielleicht mal in einer der nächsten Sendungen vor, wo ein sogenannter Notruf ausgesendet werden kann über das UBS 75. Dort ist zum Beispiel diese Brücke schon vorhanden. Das heißt also, wenn man dort diese Zusatzgerät einschaltet, dann ist diese Brücke vorhanden. Nur hat natürlich nicht jeder so ein UDZ 75, oder wie das Ding heißt. Muss man sich also anders ein bisschen behelfen. Und wie gesagt, dann einfach diesen Stecker öffnen, sich die Pins 7 und 4 raussuchen und eine Brücke einlöten. Das werden wir jetzt natürlich nicht im Video machen. Sollte bloß mal so ein kleiner Tipp und ein kleiner Hinweis sein. Wie gesagt, wir müssen ja sowieso hier unseren Lautsprecher löten. Dummerweise, ja, wenn man es braucht, findet man es nicht. Oder es ist alle, nämlich unser Lötfett. Und da das nie ein neuer Lautsprecher ist, hat man natürlich vergessen, hier die Anschlüsse vorzuverzinnen. Das ist natürlich nicht schön. Also brauchen wir entweder Lötessenz oder Lötpaste bzw. Lötfett. Gut, das sollte erstmal zum Thema Stecker gewesen sein.